Die Suche nach einem Präsidenten für den DFB hat offenbar ein Ende. Fritz Keller, derzeit Präsident des SC Freiburg, soll den Posten übernehmen. Das gab der DFB bekannt. Keller sei der erste und einzige Kandidat, mit dem die Findungskommission gesprochen habe, hieß es. Man sei überzeugt, Keller sei der richtige Mann für die Zukunft des DFB. Seine Wahl am 27. September gilt als Formsache. Keller ersetzt dann den im April zurückgetretenen Reinhard Grindel. Die Entscheidung sei Keller nicht leicht gefallen, heißt es in einer Mitteilung des SC. Sollte er die Wahl gewinnen, wird er sein Amt als Präsident bei den Breisgauern niederlegen.